Ja? Ja. Läuft alles? Läuft. 1, 2, 3, Handyzeit vorbei. Leute, hallo und herzlich willkommen in Fresh Course Studio. Wir schauen uns mal wieder Reality Queens an. Folge 5, hä? Ja, aber Martin hat leider schon gesagt, es wird harter Tobak. Es wird XXL-Folge. Schneiden davon war das Schwerste. Hast du geweint? In 2024? Nee, weil was darf raus? Es war alles so lebensnotwendig. Mhm. Und deswegen kann ich euch gleich an dieser Stelle sagen, ein Spiel hat es gar nicht reingeschafft, weil ich dachte, ja, ob die jetzt 4.000 Euro gewinnen ja, oder das nicht, das juckt jetzt am Ende des Tages nicht. Aber das ist natürlich euer Zeichen. Bessere Werbung für diese Folge gibt es ja gar nicht. Euch einen Account zu machen bei RTL Plus, einen Link gibt es in unserer Videobeschreibung. Und dann zieht ihr euch mal die komplette Folge rein. Ich werde das nämlich dann auch machen heute noch. Ja. Oder morgen. Mal sehen. Ja, na, ich werde es wohl heute wohl machen müssen. Ich überrasche euch aber trotzdem mit den wichtigsten Szenen und habe natürlich Kuchen gebacken. Also wie soll es auch anders sein? Erstmal ist das wieder so viel Kuchen jetzt? Ich muss irgendwie erstmal wieder runterfahren. Du, der ist herzhaft, der ist mit Schinken und mit Käse. Ein Crepe? Flammkuchen. Ah! Nee, ist eine Torte. Eine Flammtorte. Es ist doch eine Reality Queens Torte. Ich würde sagen, so viel, wie wir hier heute schauen müssen, da fangen wir einfach auch direkt an und labern jetzt hier nicht mehr um na die los, heiße na Torte. Los! Let's go! Sieht schon echt aus wie in einem Horrorfilm. Wir sind da. Dschungelkönig Philipp der Erste wartet schon. Und der Kampf kann gleich beginnen. Na ihr Dschungelverrückten, ihr werdet gleich zu dieser Plattform gefahren. Und dort werdet ihr dann im 1 gegen 1 gegeneinander antreten. Und mit diesen wunderschönen Schwimmnudeln werdet ihr versuchen, eure Kontrahentin ins Wasser zu schubsen. Wenn jemand drunter fällt, ist das verloren direkt? Richtig. Da habe ich ja das Gefühl, da machst du so. Also sie ist eine Powerfrau, das glaube ich schon. Aber wenn ich sie da so zwischen teilweise sehr großen Girls stehen sehe, habe ich das Gefühl, die machen einmal so und dann fliegt sie ins Wasser. Ja, sie hat gesagt, sie ist die Stärkste. Sie ist die Kampf. Kleinste, aber auch die Stärkste. Ja, also so. Glaube ich. Mental ich glaube. Zumindest. Ich glaube, die hat auch Power, die Maus. Das ist so, ich habe mal eine... Ich habe mal ein Praktikum bei einer Frau gemacht und die war ungefähr so groß wie Emmy, aber die hat auch so einen strammen Stand gehabt und ich habe richtig Respekt vor der gehabt, weil ich dachte, die ist Kampfsportlerin. Ich habe nie gefragt, aber die stand so mit ihrem nicht kleinen anlegen. Körper. Jeder Muskel war dauerhaft angespannt und das hat mich richtig Respekt geholt. Die war wirklich klein, die Frau. Ja. Und es macht richtig was. Ich weiß nicht, ob das so ein Napoleon-Effekt-Ding ist, dass man sagt, die Kleinen holen sich irgendwie wieder. Ja. Keine Ahnung, aber ich würde sie ernst nehmen als Gegnerin. Ja, und naja, ich wollte jetzt eigentlich wissen von euch, ob ihr Bock aufs Spiel habt, aber eigentlich auch scheißegal. Ich hab Bock aufs Spiel, sag ich dir aber irgendwie Okay. Ich bin als Kind fast im Swimmingpool meiner Eltern ertrunken und das ist so ein Kindheitstraumata, was ich einfach nicht loswerde. Ich krieg gleich echt Nervenzusammenbruch. Nein, kriegst du nicht. Ich brauche eine Therapie wegen euch allen, Nervenzusammenbruch. Man muss es einfach versuchen. Hau den aufs Maul, Malisa. Kann nicht so schwer sein. Genau. Sie ist Profi. Ich habe gesagt, Leute, es hat eigentlich gar keinen Sinn für mich, gegen sie anzutreten. Ich habe sowieso keine Chance. Ich habe Todesangst. Du brauchst keine Angst haben. Wir warten. Hast du gehört? Du brauchst keine Angst haben. Ich schwimme sofort zu dir. Du brauchst keine Angst haben. Also springen alle rein. Kommen doch alle. Du brauchst keine Angst haben. Komm. Wir hatten es bei Prominent getrennt. Da ist sie auch ins Wasser gefallen und die Ängste und solche Erfahrungen und Traumata will ich ihr überhaupt gar nicht absprechen. Mhm. Ich sag nur, in der Situation, ich dort könnte mich dann vielleicht manchmal nicht so rauszoomen, um das wieder so ein bisschen subjektiv zu betrachten. Nee. Ja, dass man sagt, ich lasse ihr jetzt ihren Raum mit ihrem Problem und ich halte meinen ran. Ne? Aber mich würde das dann irgendwann stressen, wenn eine Person immer ganz schnell, also es wirkt immer so, schnell drin, schnell reingesteigert, dass sie sich denken, alles ganz und jetzt werde ich so. Philippe sagt das und sie sagt sich so, Malisa, the stage is yours. Ja. Weil die wissen doch, die Leute draußen wissen doch, dass du ein Problem hier hast. Das interpretiert man ja leider rein, aber auch nur, weil wir auch verdorben sind. Naja, natürlich. Ich nicht. Nee? Nee. Was sagst du, Dani? Also ich war schon mal die kleine Ankündigung für das, was euch noch erwartet. Ich finde sie Panne wie Sau. Ich dachte, so ein Pep-Talk hat ganz schön schief gegangen. Nee, die es tut ist wirklich halt so. Du bist eine Mutter hat sich anders zu verhalten, sogar deine Tochter ist mit da. Jeder Mensch, der 20 Jahre jünger ist, kriegt es besser hin. Ja, die Empathie fehlt und das, obwohl sie immer so drauf erpicht ist, selber Empathie zu bekommen, in jeglichen Fällen. Also im Dschungel, da sollte man verstehen, dass sie alle 3 Sekunden am Flippen ist, weil sie schließlich alleinerziehende Mutter ist. Weiß ich jetzt nicht.
Hat sie keine Hose an? Wir schauen mal weiter. Der, was sagt ihr, wie bei Lisa es machen wird? Sie fliegt sofort ins Wasser. Ja. Ich glaube, die gibt auf. Malisa zieht es tapfer durch. Ich hatte voll den Tunnelblick. Ich kann mich auch an nichts mehr ab dem Moment erinnern. Ich habe einfach nur probiert zu atmen. Geil! Schwachsee! Und dann Schwachsee. Panikattacke, scheiße. Und das, obwohl Malisa, wie man sieht, sehr gut im Wasser stehen kann. Der Rettungsschwimmer ist innerhalb von Sekunden bei Malisa. Eine echte Gefahr bestand aber nie. Komm her, so. Nein, du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Man halt wieder, dass alles möglich ist, so, ne? Dass ich wirklich anfangen muss, mehr an mich selber zu glauben und auf mich zu vertrauen. Und ja, dass ich halt auch Sachen kann, womit keiner rechnen würde. Ich bin wirklich sehr hin und her gerissen. Ich finde dich ja heute besonders hart. Ja, ich bin mal aber in der Position geführt. Du kostest es ihr nicht ab. Nee, weil die Maus ja trotzdem weiß, wie es funktioniert. Und ich mag sie, aber die weiß trotzdem, wie Reality funktioniert. Und dann wird Anzeige, es tut mir leid. Oh, lass ab jetzt wirklich. Ja. Ich hier so Engel und Teufel hier gerade neben mir. Und ich bin ganz total. Tessa war gerade vielleicht schockiert. Ja. Ich gucke eigentlich einfach nur, keine Ahnung, ich kaufe es ja schon ab. Also ich kann halt verstehen, dass man so Todesschiss hat, dass man es dann trotzdem auch gut machen kann. Aber dass man. Nee, ja, das glaube ich auch. Ich glaube. Aber also ihre Tränen habe ich ja auch abgekauft. Aber dieses dann danach. Oh. Ich glaube, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir im echten Leben auch genauso wären, wenn keine Kamera da wäre. So, Malisa, jetzt halt nicht überdramatisieren. So ja, bald, also das meine ich. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Es klang jetzt bei dir so ein bisschen, wie die Kamera läuft und sie macht, nutzt jetzt die Show. Aber ich glaube, sie ist schnell so. Ich gebe meinem Problem etwas Raum. Ja, da ist so, man einfach unterschiedlich. Genau, ne? Das meinte ich so. So war sie in der ersten Szene, das, was ich so dachte. Ja. Und jetzt so danach, das war halt, da muss ich immer ein bisschen Augen verleiern. Da denke ich so, ja, ist jetzt gut und let's go weiter. Ja, so. Komisch, dass man so ist. Schade, ja. Ne? Aber ja, gehört auch dazu, dass man manchen Charakteren das einfach nicht so den Raum für so eine Probleme nicht mehr so gönnt, ne? Vielleicht ist es so gar nicht so den Personen, an Personen behaftet, sondern einfach an Problemen. Ich denke, ja, jetzt quatsch mich nicht voll, weiter geht's. Ja. Oh Mann, sorry. Nee, ist nur ehrlich hier gerade. Jetzt kommt mal ein kleiner Zusammenfassung von den Spielen, dass ihr auch wisst, wer jetzt hier gegen wen und wie es ausgegangen ist. Sieg für die Piranhas. Franzi nimmt ein Vollbart. Emmy twerkt den Broco Ponto. Vanessa! Nimm die Der zweite Sieg für die Piranhas. Das ist so windig! Das ist alles dran! Da muss sein! Jolene, du schaffst alles! Was ist denn mit dir los? Sag mir jetzt an! Ganz langsam! Genau! Oh nein! Oh nein! Oh nein, 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 nein! Ich fass es nicht. Also, Jasmin, du bist vor der Markierung hochgesprungen. Und dadurch ist Sandra runtergefallen. Dadurch geht der nächste Punkt an die Green Geckos. K.O. beim ersten Treffer. Dani holt den Pokal für die Piranha. Dani, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und damit geht auch der letzte Punkt an die King Piranha. Ich bin mich sehr gefreut, dass wir jetzt im Luxuscamp sind. Das hat mir nochmal so einen Kick gegeben. Mann, ich kann mir nicht helfen, ich will, dass sie geht. Ja? Ganz schnell. Die Pink Piranhas sind wieder im Luxuscamp und ich habe mich erwischt, dass ich es denen halt gar nicht gönne. Wirklich gar nicht. Same. Und ich habe wirklich Green Geckos. Also ich war jahrelang im Ausland, wie man hört. Die Green Geckos. Chicos. Alles Panne. Ich lasse es einfach mal im Englisch. Warum haben die auch keine deutschen Namen? Die Green Geckos hätte ja auch gereicht. Ne? Ja. Dass ich denen einfach wünsche, wirklich der ganze Betrag auf deren Konto und let's go ins Luxuscamp. Und die anderen, die können halt wirklich schimmeln in den Hängematten. Wie schlimm wird es mit Dani noch? Lass dich doch überraschen. Oh Mann. Für die Leute, die zu faul sind, sich ein RTL Plus Abo zu machen, die haben es jetzt auch noch nicht gesehen. Stimmt. Ich möchte nicht spoilern. Bevor ich euch jetzt wieder zurück in eure Camps entlasse, müsst ihr jeweils in eurer Gruppe entscheiden, wer von euch die zickigste Queen ist. Für uns die zickigste. Ich glaube, das weiß jeder. Emmy. Ich würde Malisa nehmen. Ich kann verstehen, dass sie zum Beispiel Angst hatte gerade beim Boot, aber sie macht halt auch wirklich aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe mich für Emmy entschieden. Eindeutig, Emmy. Ist es auch Emmy? Ist natürlich Emmy. Nicht eine Bestrafung.
Wir gehen jetzt erstmal rüber zu den Green Geckos. Könnt ihr es nachvollziehen, jetzt gerade in dem Format, sie als Zickigste? Ja. Ich glaube, die haben einfach nur Schiss, Dani zu nennen. Na, oder Jolina? Ja, würde ich Würde ich sonst vielleicht auch machen, aber Emmy lebt halt ihr Leben als Zicke. Ja, aber es ist für mich so einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schlimm zickig ist da gerade im Camp. Das auch? Also nicht zickiger als eine Dani und eine Jolina. Und ich glaube einfach, du hast Schiss, eine von den beiden zu erwähnen, Mutter-Tochter-Paar zu erwähnen. Und deswegen gehst du auf Emmy, weil du weißt, die, ist der einfach. Ist es egal. Ja, der ist, und die sagt ja selber, die ist gerne zickig so. Ja, was denkt ihr bei den anderen? Wen könnten die dort wählen? Also wir haben zur Auswahl Sandra, Carina, Theresia, Carina, vielleicht Franzi. Die sagt Vanessa. Vanessa. Was sagt mehr du? Nicht? Vanessa. Aus fünf? Dann muss es eigentlich Vanessa sein, oder? Weil der Rest würde irgendwie keinen Sinn ergeben für mich. Patricia ist noch dabei. Ah, Patricia. Ah, Patricia. Patricia oder Vanessa, würde ich sagen. Okay. Aber eigentlich Patricia müssten sie nehmen, meiner Meinung nach. Ich nehme Theresia. Das ist für mich Sandra. Ich habe mich dann leider für Patricia entschieden. Da ist die Entscheidung bei mir auch auf die Sandra gefallen. Tut mir leid, Sandra. Zicke? Nein, du bist keine dumm. Ja. Seid ihr dumm? Seid ihr total bescheuert? Oh Mann, aber wir gesehen haben jetzt gerade nur deinen Zusammenschnitt, aber ist dir das in den letzten Folgen, die du auf RTL Plus richtig geguckt hast, auch aufgefallen mal in so Zwischenmomenten, dass sie zickig war? Na, ich fand sie halt so sehr anteilnahmslos. Ja, aber das ist ja meistens, wenn kein Boy dabei ist. Hat sie ja schon gesagt. Ja, aber zickig habe ich sie eigentlich echt noch nie erlebt. Na, vielleicht so ein bisschen grob. Sie hat sowas leicht Grobes, deswegen sie, glaube ich, auch so bei anderen schnell so wie, die will mir was Böses, die hat kein Mitgefühl mit mir. Bei Aito, wenn man mal so rückblickend ist, das Forsche, damit tut sie sich keinen Gefallen, so wie... Ich bagger jetzt Max einfach an, ob ich beim Schlafen kann, obwohl der gerade so ist mit dem und dem. Weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich hätte sie, glaube ich, nicht gewählt. Ich auch nicht. Ich hätte Patricia genommen. Oder wir sehen Sachen nicht, die, die ausschlaggebend sind. Ja. Was denkt ihr denn, was jetzt kommen wird? Eine Bestrafung. Ich gebe euch keine weitere Information. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, es ist nie schön, als die Zickigste in der Gruppe abgestempelt zu werden. Und deshalb, Emmy, kriegt ihr eine kleine Entschädigung. Ein Champagner! Das verstehe ich jetzt auch nicht. Das hat gar keinen Sinn. Hä? Ich weiß, was jetzt passiert. Na, sag mal. Obwohl, nee, doch nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Sandra irgendwann mal so geil in so einem in so einer Badewanne gechillt hat. Dachte, vielleicht kriegen die jetzt Spa-Day mit dem Sekt. Mhm, könnte sein. Also nur die Flasche fände ich jetzt auch ein bisschen weird. Nach tagelang kein Alkohol trinken, nicht genügend essen, sich die würde so ein Piccolo reinzuschallern. Ja, ich habe das auch gesehen und habe mich so gefragt, so, ist das jetzt wirklich notwendig an dem Punkt gewesen? Ich dachte erst Deo. Das wäre ja natürlich nicht schlecht gewesen, weil riechen will ich das, glaube ich, nicht. Und ich finde es doch noch eigenartig. Natürlich wird es nochmal aufgegriffen. Na bloß verrate ich euch an dieser Stelle. Aber so ein bisschen wie, uns ist nichts Besseres eingefallen, aber wir müssen die Sendung noch füllen. Leider. Im Supermarkt gab es ja nur das. Ja, und das, ich weiß gar nicht. Ein Good Luck Guys Shop. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so mir dann zu wenig sorgfältig produziert ist. Hinterfrage ich manchmal an solchen Momenten. Weil das so wahllos wirkt hier, so, wo du sagst, wozu. Ja. Ja, verstehe ich. Aber ist alles Geschmackssache, würde ich sagen. Dein Haar in meinem Mund. Das hing die ganze Zeit schon hier. Ich wollte dich aber nicht anfassen. Also, jetzt wenn wir hier sind, könnt ihr mir ja noch mal ganz kurz erklären, warum ich hier eine Zicke bin bei euch. Ihr habt ja gesagt, das ist nicht der Grund Zicke, sondern halt irgendwie einen anderen Grund. Den würde ich halt gerne verstehen, weil ich fand es halt nicht cool. Ja, ganz ehrlich. Soll ich da gleich was dazu sagen, ja, Sandra? Natürlich, sehr gerne. Ich mag dich als Mensch, aber ich merke halt manchmal, wenn es so Situationen gibt, gemeinsam irgendwie was im Team zu kochen oder gemeinsam mal sauber zu machen, würde dann halt auch gerne immer mal von jemand anders auch mal so ein Feedback bekommen, ohne dass ich jemanden ansprechen muss, hilfst du mir, sondern dass man selbst sieht, okay, da ist gerade jemand am was machen, kann ich dir helfen? Das Team hätte man das ja dann vielleicht auch ansprechen können, sagen können, hör mal, ich übernehme hier immer das Kochen und so, ihr wisst selber, dann wird gekocht und so, da quetsche ich mich nicht dazwischen und mache auch hier, was soll ich denn schnibbeln oder sonst irgendwas? Ich habe meine Sachen weggeräumt. Also ich finde nicht, dass es jetzt so ein perfekter Grund ist. Bin ich erstmal gut rübergebracht von Theresia. Aber sie ist generell angenehm in dem Format. Ich hatte ehrlich gesagt gar keinen Bock auf sie, weil ich gedacht habe, boah, nach KDS und so ging sie mir schon fast ein bisschen auf den Sack. Aber hier habe ich nichts auszusetzen. Ja, ganz top. Die zieht einfach so extrem durch, dass ich auch akzeptieren kann, dass sie schon für den Sommerhauscast erklärt wurde. Ja, es nimmt mir ein bisschen die Angst. Ja. Ich weiß halt noch nie, wie ich jetzt Sandras Reaktion einordnen soll, weil ich kann es verstehen, dass sie sich ein bisschen angegriffen fühlt, wenn vorher so Sachen in der Gruppe angesprochen werden und sowas dann, nee. Das verstehe ich schon, aber ich finde,
wenn es darum geht, dass du dich gerade nicht für die zickigste Person hältst und das deine Reaktion ist? Ich fand beide Punkte irgendwie total realistisch und menschlich, weil man ist so ein bisschen angefressen, stellt die Frage, will die Antwort gar nicht hören, ist so ein bisschen brummelig, aber ich glaube, es ist auch aus der Welt geschafft. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe es. Aber ich weiß bei Sandra bei sowas irgendwie immer nicht so richtig. Ich kann nicht einschätzen, ob sie eine nachtragende Person ist oder nicht. Manchmal denke ich ja, manchmal denke ich eigentlich nee. Ja, wie fasst sie es jetzt auf? In welche Richtung geht's? Und wird was daraus geschlussfolgert? Ja. Bisschen fraglich, ja. Mal gucken. Heute kommen die wahren Gesichter ins Licht. Und das wird nicht das letzte Mal sein. Also ich glaube, heute ist eine richtig feuernde Bude. Ich hoffe, ihr habt genug Feuerlöscher hier, weil heute wird es hier mal richtig heiß hergehen. Emmy und Sandra. Ihr habt ja von euren Queens und von den Teams den Stempel aufgedrückt bekommen, dass ihr die größten Zicken seid. Was heißt das? Emmy und Sandra, als Reality Queen darf man zickig sein. Man darf auch polarisieren und man darf gerne das sagen, was man denkt. Und deshalb seid ihr beide heute für den Exit geschützt und dürft nicht nominiert werden. Nein, oh Gott, das ist wirklich, sorry, Gut, das finde ich gut. Das ist wieder so ein kleines Spiel, nenne ich es einfach mal, von der Produktion mit so einem leichten Mittelfinger. Ja, ich meine, die Wettspiele sind mir so. Erstmal ein bisschen Stress provozieren, dass die sagen müssen, wer die zickigste ist. Und die sind dann geschützt, dann freuen die sich. Haha, sind ja auch so. Zumindest Sandra. Und die anderen sind so, fuck! Scheiße! Aber vielleicht hat mich auch dann bloß dieser Sekt gestört, den die bekommen haben. Die Geste war nicht notwendig. Aber Ich hätte gern so Pfadfinder-Ding und dann so ein Wappen, was sie dann da rankriegen. Auch geil, aber erstmal mussten sie den jetzt im Nachhinein ergibt das Sinn für mich wieder mit dem Sekt. Ja. Das war irgendwie schon. War ein Täuschungssekt. Und das ist halt was passiert, sonst hätten die ja gedacht, hä? Ja, eben. Ja. Davor habe ich jetzt rausgeschnitten, war das Spiel ums Geld, da haben, glaube ich, die Pink Piranhas. Glaubst du? Ich weiß es nicht mehr. Leute, schaut selber. Jetzt starten wir mit dem Exit. Ihr werdet jetzt verdeckt aufschreiben, welche Queen ihr aus eurem Team nicht mehr dabei haben wollt. Ah, hey, so eine abgefuckte Scheiße. Was denken wir? Also, aus eurem Team? Nicht. Sagt ja, erstmal find da ich krass. Was zu. Finde ich krass. Ja, find ich krass, aber verstehe ich aber auch. Ja, ne? Ich aber weil nicht, die sind doch... Barney, gab es hier letztes Mal schon irgendeinen Hinweis, wobei wir das schon gesagt hatten, 2 Queens müssen gehen? Und dass sie dann aus dem eigenen aber Team die könnten wählen doch gegenseitig. Das ist aber zu einfach, finde ich. Ich finde das hart und ich finde es auch hart. Nicht so ganz nachvollziehbar, aber warum das so ist. Aber es geht hier um den Titel Reality Queen. Ich finde es nachvollziehbar, weil ja eigentlich auch nur das eigene Team entscheiden kann. Ja. Wenn du es jetzt wirklich so siehst, dass sagst, wir wählen hier die Queen des Realities auch durch dieses Format. Wie stellt die sich immer an? Ja. Weißt du? Ich hätte gedacht, es geht darum, dass die im anderen Team wählen, um das andere Team aus ihrem Konzept, aus ihrer Einheit zu bringen, dass man sagt, wir wählen dort die Stärkste raus. Ja, verstehe ich auch. Aber jetzt mal was, also du bist raus, du weißt es ja. Ja. Wer wird wohl rausgewählt? Oder ich kann ja trotzdem sagen, wen ich wählen würde aus den jeweiligen Teams. Ja. Also gehen wir nach unserer eigenen Meinung? Oder ich sag Franzi fliegt, weil die das ihr nicht gönnen. Ich sag, du bist jetzt erst später dazugekommen. Mhm. Und dann sag ich noch, Julina fliegt. Jetzt, weil der geht's nicht gut. Julina oder ich Dani? Julina. Sag eigentlich auch Julina. Also ich, wenn jetzt nach meinem Empfinden, was ich jetzt bisher gesehen habe, würde ich sagen, ich würde Julina wählen. Aber bei dem anderen Team, das ist eine schwere Patricia. Frage. Es gibt Leute, die für mich überhaupt gar nicht reinfallen. So, gut. Oder Vanessa, damit sie zu ihrem Alex kann. Vanessa wäre für mich so raus. Und dann wäre vielleicht auch, also Theresia so auf gar keinen Fall, da gibt's und Carina irgendwie auch nicht. Ich habe doch keinen Grund, Carina zu wählen. Hm. Ich glaube, Ricarda auch nicht. Ja schon, was jetzt nun passiert. Also, ihr werdet ja die Folge schon geschaut haben. Also ich habe es gerade sehr gehapert und ich habe nicht mal einen Grund, ich musste einfach wen nehmen. Leider für dich, Franzi, entschieden. Ich habe mich letztendlich für Malisa entschieden. Und es hat wirklich nichts mit dir als Mensch zu tun, weil ich dich wirklich ganz, ganz gerne habe, liebe Franzi. Deswegen bist du das. Letzten Endes habe ich mich für Jasmin entschieden. Ja. Jasmin ist in welchem Team? Wer hat jetzt gerade Jasmin gewählt? Bei Dani. Warum hat noch keiner Dani oder Julina genannt? Das checke ich auch keine Sekunde, aber es ist immer Franzi schon dabei. Ich kann mir vorstellen, Angst. Du hast warum? Sie gewählt, du hast sie gewählt und die bleibt drin. So ein Pech? Bisschen. Ja, wirklich. Die müssen, also für mich müssen die richtig, richtig dringend raus. Ganz schnell. Hubschrauber. Einsatz. So. Kurze Ansage für Philipp von der Produktion. Mädels, wir haben kurz eine technische Unterbrechung. Wir starten in 3 Minuten weiter, ja? Und lasst bitte eure Tafeln verdeckt und sprecht nicht über die Nominierung. Als ob die sich dran halten. Und genau das ist der Plan.
Alter. Ich verstehe es aber nicht. Hä? Aber denkst du, geil, dieses Technische ist auch nur inszeniert? Ja, ich wünsche mir das. Ich nicht, aber der sagt, und genau das ist der Plan? Nicht. Ja. Irgendwie war ich super verwirrt. Aber was soll denn jetzt passieren? Also welche Richtung wollen sie denn einschlagen? Feuer untereinander. Okay. Aber das ist so oder so gegeben. Komm, mach mal weiter schnell. Kann ich alles noch schnell wegwischen? Wir haben eine Einladung in der Style. Ich mach das jetzt schnell. Ich mach das jetzt. Ein, doch. So, als der Luft weggeht, mit dem Namen, muss ich die Bahn. Violet. Der Abstand. Bitte mehr. Ich bin aus, was ich von ihm. Und du bist doch nicht etwas auf. Es geht gar nicht. Franzi, für wen hast du dich entschieden und warum? Also ich habe erstmal zwei Namen draufgeschrieben, der obere. Stimmt nicht, du hast gerade den zweiten Namen gehört. Du hast den zweiten Namen gerade draufgeschrieben. Ich habe mich für Vanessa entschieden. Das stimmt. Wer steht oben? Patricia? Wer stand oben? Patricia, dann haben die geredet und dann hat sie sich jetzt für mich entschieden. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt bringst du schon wieder so ein Ding. Für mich bist du absolut fake, sage ich dir so, wie es ist. Finde ich nicht. Du lächelst die süße kleine Blondine in die Kamera, aber du bist absolut fake. Okay. Franzi, du musst tatsächlich den Namen, den du als erstes aufgeschrieben hast. Dann Patricia. Das Fähnchen im Wind genommen. Ja, ich habe mich für Patricia entschieden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja! Yeah! Dieses gesamte Franzi-Paket gerade. Ich hätte es bestimmt noch ein bisschen stückeln können für euch. Warum ist denn das passiert? Ich dachte gar nicht, dass das hier so ist. Na, und vor allen Dingen ist es nur ein Macherin-Kostüm. Die konntest du ja gar nicht rüberbringen. Das war ja peinlich. Das war ganz cringe. Irgendwie verstehe ich das, dass sie es probiert, wenn sie weiß, sie fliegt raus. Aber also dann muss sie es aber besser spielen, oder? Ja, schlecht, wirklich schlecht gespielt. Aber was kommt von Jasmin? Ich verstehe Jasmin nicht. Ach, die du bist für mich schon immer fake. Schon wieder so ein... Ja. Und so, du kleine Blondie, so, also was ist das halt wirklich? Warum so sauer? Oha. Ja, wirklich. Ja, sie sagt, oha. So, oha, warum so kalt? Ist so. Ist ja so. Es ist so. Ja, es ist ja so. Also, und ich verstehe auch nicht, wollte die Produktion genau nur sowas? Ja! Ist das Beste passieren, was hätte passieren können? Das Beste, was mir je passiert. Von in diesen 3 Minuten. Die sitzen gerade da hinten und denken sich, ja. Aber ob denen das einfach vorher nicht gereicht hat, so, hier ist nicht genug Spice. Ja. Ich habe mich für Julina entschieden. Ich habe mich auch für die Franzi entschieden. Ich habe mich für Jasmin entschieden. Ich habe mich für Dani entschieden. Also, ich habe mich schweren Herzens leider für Franzi entschieden. Darum habe ich mich für Dani entschieden, damit Julina eine Chance bekommt. Hey, das habe ich doch aber auch ohne sie. Hey, man denkt immer, wir sind zu zweit, aber wenn sie raus ist, dann bin ich noch drin. Das ist doch kein doppelt geklebtes. Was ist das hier? Ich finde den Grund ein bisschen schwierig und ehrlich gesagt bin ich auch echt ein bisschen... Was soll ich sagen? Ich mag Julina. Ganz kurz, du kannst Julina mehr mögen, aber du brauchst auch nicht sagen, dass du mich magst, wenn du meinen Namen draufschreibst. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Wenn ich jemanden mag, mache ich das nicht. Und zu dir, Malisa, ich habe dir immer gesagt, glaub an dich und dann schreibst du meinen Namen hin. Aber ich musste ja jemanden nehmen, ich konnte okay, weiter, nicht weiter. Du kannst und Julina ist mir halt auch hart. Das 50. Format und die kann immer noch nicht damit umgehen. Ich weiß nicht, ob es eine Person gibt, die mich auf die, also ob es noch eine Person gibt, die mich im Trash-TV auf diese Art triggert. Valentina? Nee, also es ist anders bei Valentina, weil das ist so eine, ich weiß, ja, Alter, scheißegal, aber das ist eine erwachsene, gestandene Frau, die ist ausgewandert. Die hat viele Kinder. Die hat ein Business, die ist schon ganz lange in diesem Business drin. Und die ist jedes Mal so cringe-Panne und macht auf richtig starke Frauen. War das ist nichts Mann dahinter außer so? Ja, die war schon immer ein bisschen schwierig, aber irgendwie war ich dann so in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, dass sie immer so, ich sagte, warum scheißt sie mal wieder so rein? Sie zeigt ja dann auch wieder, dass es anders geht. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, in den Formaten scheißt sie immer rein. Ja, Promi-Büßen hat nicht mal funktioniert. Und die denkt dann aber eigentlich immer, dass sie sich korrekt verhalten hat. Mhm. Aber wenn jemand so, wenn die zu Hause auf ihrer Finca da sitzen würde und das gucken würde, würde wieder so sich viele Insta-Stories machen und sich den Mund zerreißen darüber, wie jemand so nicht kritikfähig sein kann. Und dann sagt sie, nee, muss ich auch nicht, weil sie dann immer wieder irgendwelche Nachrichten geschickt bekommt von ihren Utes und Barbaras. Warum sie sich so zeigt. Die sagt, ich habe auch so viele Probleme im Leben, wir dürfen so schreien, wir Frauen, wie 40. Genau. Aber das ist ja einfach nur peinlich. Ich finde es auch. Und dann auch gerade neben der Tochter.
Also würde meine Mutter so abgehen, dann würde ich sagen, was hast du so irgendwie zum Frühstück Scheiße gegessen? Wenn du deinen Namen drauf schreibst, dann kannst du mich nicht mögen. Hat die, also die, wie viele Nominierungen macht und die denn mit? Was sagt die dann, wenn sie, wenn das jetzt die fünfte wäre? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob der Zusammenhang hier so klar war, aber Marlisa hat halt nichts gesagt. Die hat halt vor 8 Stunden was gewählt und Dani so, my time to shine. Ja, keine Ahnung. Ich finde es auch irgendwie sinnlos, dieses Jahr, ich will Julina, damit sie eine Chance hat, dass sie dann deshalb auch so, ich meine, ob das jetzt gelogen ist oder nicht, kann ja nur sie irgendwie für sich einschätzen. Wir sind ja nicht zwischenmenschlich da bei denen irgendwie mit dabei, dann würde ich irgendwie denken, dass sie sagt, okay, ja klar, meine Tochter zieht das Ding hier durch, da gehe ich halt. Aber auch da so zu reagieren wie, du magst mich nicht, deshalb schmeißt du mich raus, so, so bla, ein bisschen, bla, bla. So hinterm Rücken, so, nimm doch Julina. Würde ich ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie das macht, aber ich bin der Meinung, Dani oder Julina, wenn du noch die sind, würde Dani Julina rausschmeißen. 1000%. Ja. Die würde die auch schubsen von der Klippe. Ist halt die Frage, ob sie das so machen würde, wenn sie mit Jada da wäre. Hör auf! Ich mir die ganze Zeit auf der Zunge, ich hab's jetzt Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die ist die... Na! Also es war für mich wirklich die unkreativste und die, sag ich jetzt auch mal, wenn du schon sowas hier droppst, und die einfachste und aber auch wirklich im Nachhinein dümmste Entscheidung, dass man Julina dort reinholt. Ich hätte wirklich der Praktikant, der die Idee angeschleppt hat, schon bei Forst aus Rampensau, hätte ich gesagt, komm, geh nochmal scheißen, vielleicht fällt dir was Besseres ein. Du weißt, dass so Valentina und so will man nicht mehr haben und die ist ja trotzdem auch nervig und kacke auf eine Art. Aber die ist nicht mal unterhaltsam nervig, die ist wirklich Panne, ab, zurück, Kindergarten. Ja, Kindergarten ist ja Lifestyle. Ja, Julina, und du bist, und ich möchte auch, dass du dich noch zeigen kannst. Aber ich mag dich voll. Ich verstehe es nicht. Warum sagt man zeig dich? Bin ich unsichtbar? Hä? Hab aber ich noch Ricarda, ich habe alleine gesprochen. Darum geht es sprich doch. Sie für aber mich. Ich doch hätte es nicht, Alter. Was ist das? Was, Marlisa? Du hast mich doch auch nominiert. Hör mal zu, niemand soll hinterhältig sein. Was hat das mit hinterhältig zu tun? Okay. Ricarda ist super stark. Ey, ganz kurz. Lass uns ganz kurz überlegen. Das Schreien geht mir echt auf die Ohren, dein Geschrei die ganze Zeit sowieso. Dann kriege ich ja Ohrenschmerz. Das ist ja nicht mal normal. Ich habe einen Tinnitus von dir. Wer bezahlt mir das hier eigentlich? Sie hat selber Marlisa. Kleiner Genussmoment. Die hat selber Marlisa nominiert. Und Marlisas Punkte sind ja verständlich. Die kann auch wählen, wen die will. Ja. Wenn die gesagt hätte, ich. Die muss das gar nicht sagen. Die kann sagen, ich mag dich nicht, deshalb will ich dich. Ja. Ich will, dass sie eine Chance hat, deshalb will ich dich. Ich will dich einfach. Ja, ist die kann doch auch sagen, ich finde dich in Ordnung, aber du bist hier in meinen Augen einfach die nervigste. Okay. Ja. Naja, es ist halt auch schon wieder, weißt du, da meckert die rum. Ah, oh, nur schreien, Tinnitus. Ihre Tochter ist nur am Schreien, wenn sie nach einem Satz keine Zustimmung bekommt. Wie ein Baby, wie ein kleines aber Kind auf dem Boden. Aber da sieht sie ihre 50% drin, Angelina, weil es ist ja auch Erbgut von ihr dabei. Ja, aber es ist so cringe. Ja, das ist ja nicht zu übersehen. Wahnsinn. Ich bin Theresa gerade. Ja. Die ist so, Bei den Green Geckos, Franzi, ist insgesamt 4 Stimmen gekriegt. Ganz krass. Bei den Pink Piranhas, auch ihr habt euch entschieden. Jasmin, du hast 2 Stimmen. Dani, du allerdings auch. Aber dadurch, dass Marlisa dich gewählt hat, zählt ihre Stimme doppelt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Als ob sie das nicht wusste. Ich hoffe, meine Tochter wird euch allen kräftig in den Arsch treten, die mich rausgeworfen haben. Ehrlich? Ja, mach ich auch. Was ist das hier, ey? Ehrlich? Und Marlisa wusste, ihre Stimme zählt doppelt. Sie wusste es ja, aber ich wusste doch nicht, wen die anderen nehmen. Marlisa, es reicht. Du brauchst nicht mehr weiterreden. Hä? Hast du sowas, Alter? Ach, Quatsch, komm her, das schaffst du. Als ob du die ganze Zeit für mich redest. Was ist das? In Suriname gibt es viele falsche Schlangen. Und weißt du, was der Witz an der Sache ist? Dass nicht nur die Tiere, auch die Menschen sind falsche Schlangen. Ich sag dir trotzdem Tschüss. Nein. Ich sag dir auch gern Tschüss. Was wollt ihr? Ich möchte dir auch Tschüss sagen. Nein, geht mal weg. Okay. Ja gut, dann nicht. Hört ihr bitte auf zu klatschen, Jasmin und Marlisa? Danke! Das musste so als Gesamtpaket, Leute, tut mir leid, man hätte jetzt zu jeder Szene was sagen können, aber wir werden nicht fertig geworden. Warte mal, also wie kann man sich, wenn ich jetzt hier nachgucke und das ist so eine peinliche Insta-Story von dieser Frau drin, dann flippe ich so. Ja, ist 100%. Lakrande aus. 100. Dass man stolz ist. Warum hat Marlisa, warum zählt Marlisa Stimme doppelt? Weil sie Teamkapitänin ist. Ah. Sie zählt immer doppelt bei Unentschieden. Ah, okay. Hä, das wusste sie, aber sie wusste ja auch nicht, wer sie noch wählt. Ja. Genau, ist ja auch Julina sage ich einfach nur, du hast einfach so krank Schiss vor deiner eigenen Mom. Und ich die bin muss mal insgesamt einen Rand halten, da habe ich nicht mal einen Vorsatz für übrig halt, für und sie. Du wirst halt auch niemanden hier in den Arsch treten. Nee! Also, du wirst einfach nur rumzicken. Heulen und nächste Woche wieder krank sein. Du wirst rumzicken und krank sein und einfach nur Schiss haben, dass vor der Ausstrahlung, wenn deine Mutter sieht, dass du die jetzt hier nie irgendwie verteidigt hast. Also da gegen Marlisa geschossen, die ja... Peinlich. Auch nicht Tschüss sagen. Nee, nicht klatschen. Hört bitte auf zu klatschen. Ey, wirklich, das darf man im Kindergarten? Ja.
in der ersten Klasse ist es noch okay, aber nicht nachdem du 18 Kinder rausgedrückt hast und dich damit, also sie profiliert sich ja davon, ja, dass sie Mutter ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ihre Lebensgeschichte. Ja. Ich meine, das ist auch von mir aus in Ordnung, jeder kann seine Lebensgeschichte selber schreiben und sich auch entscheiden, was er da machen möchte. Aber was gibst du weiter? Na, es ist einfach, dieser Gesamtauftritt von dieser Frau harmoniert vorne und hinten nicht für mich. Und sie muss es einfach lassen. Das ist wirklich nur Aua. Das Gleiche aber hätte Elena Miras machen können. Wäre für mich trotzdem was anderes gewesen. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich ihr diese Toughness auch nicht abkaufe. Ja. Und Elena Miras kaufe ich die ab. Ich würde mich vielleicht trotzdem scheiße finden, aber die wäre so boom und jetzt aber geht ja. Aber guckt ihr manchmal bei Goodbye Deutschland rein, weil das ist, als ich komme. Kann ich nicht, ich will es nicht sehen. Nee, und jetzt kriegen die ja ihre eigene Show. Und das, da guckt ihr mal rein, weil es hat sich auf ihre Kinder jetzt schon übertragen. Also weder Jada kann damit umgehen, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie sie sich dachte. Da wann wird ausgerastet. Die Zeit, dass du das guckst. Das ist manchmal, wenn ich eigentlich nie Fernsehen gucke, sondern nur was im gedudelten Hintergrund brauche. Dann sowas dann Schweres. Dann fange ich bei einem perfekten Dinner an und dann bleibt man halt bei Vox und dann kommt da irgendwann gut bei Deutschland und dann siehst du die ganze Käckerle-Kacke da. Mein Beileid. So. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst nach irgendeiner Folge. Mhm. Weil das ist für mich mal nicht mal wert, dass ich sage, ich mache eine eigene Show draus. Ich wüsste nicht, für wen das positive Unterhaltung ist. Ich auch nicht. Ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Die möchte auch irgendwie Beef anzetteln mit irgendjemandem auf Malle. Niemanden kennen, der sagt, das liebe ich, das gucke ich gern. Möchte nicht kennen. Vielleicht könnt ihr jetzt im Nachhinein verstehen, warum jetzt zum Beispiel das Spiel rausgefallen ist, weil dafür musst du jetzt einfach ein bisschen Raum bleiben. Total. Wir dürfen ja nur eine gewisse Prozentzahl zeigen, Leute. I'm sorry. Ja, das war's, oder was? Ja. Okay, naja, klar. Ich hoffe, dass jetzt relativ zackig auch die Leute rausfliegen irgendwie. Ja, es muss jetzt hätte ich losgehen. Böcke drauf. Ja. Jede Folge. Ich habe auch jetzt Bock, mir nochmal die komplette Folge zu geben, weil ich denke mal, da waren bestimmt auch noch ein paar mehr Schmankerl dabei. Kleine Szenen hier und da, die ist auf, naja, wie hast du schon gesagt. Ich habe zum Beispiel Angst, dass sie von einem Krokodil gefressen werden, so ungefähr, was, weil sie Tapse am Wasser gefunden haben. Ich will auch sehen, wie sich Carina dort anstellt und ob das überhaupt irgendwie noch gerechtfertigt ist, dass die nur in Formaten mitmacht. Die war ja schon bei 12 dabei. Ja, 12 Formate? Oder so, oder 14 oder irgendwas haben sie gesagt. Ja, super viel hat die ganz schon Panne. Gemacht. Ach du Scheiße. Ganz Panne. Ich wünsche mir, dass ihr diesem Video ein Like gebt und dass ihr einfach eure Gedanken in die Kommis haut. Das ist unser Zeichen. Ich wünsche mir natürlich trotzdem nicht, dass jetzt hier über die Hasstiraden gegenüber Dani und Jolina jetzt hier irgendwie losgetreten werden, um Gottes Willen. Wir müssen nur manchmal auch wirklich unser, das hat mich so abgefuckt, das hier einfach mal rauslassen. Ja. An dieser Stelle. Und ihr dürft auch ehrlich sein, die Kommentare sind jetzt kein Podium, wo man steht. Nee, ist ja vollkommen in Ordnung, ist ja richtig, was du sagst, aber horcht mal ehrlich in euch rein und setzt das vielleicht in die Kommentare, ohne Wut rauszulassen. Weizen bis es bei sie, die Folge. Aber es ist so, wir denken halt so, wir sollen doch ehrlich sein. Ist doch schön, dass uns das so mitnimmt. Und hätte dich, positiv oder negativ, sehr geil. Das stimmt. Hätte ich nichts dazu sagen müssen, hätte es mich super unterhalten. Ja. Jetzt war es ein bisschen schwer, aber wir machen das ja für euch. Seid so, wie ihr bleibt. Tschüssi, Mausis.